Oh. Elite, ne? Ja. Ist hier markiert. Der andere macht schon wieder Liegestütze mit dem Schild hinten drauf. Ah, oh, da ist noch einer. Das sind zwei Elite. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge Far Cry New Dawn und der Expedition mit dem Atomkraftwerk. Mit dabei ist wieder unser total verstrahlter Freund Michael. Ich müsste eigentlich das Affenkostüm aufsetzen jetzt. Nee, Alexander Gerst, seinen Raumanzug. Nee, Andreas Gerst hieß der, oder? Nee. Alexander hat schon. Alexander. Ja, hat schon gepasst, na gut. Okay, ich starte mal. Kannst ja immer noch umziehen. Kann ich, ja. Oh, willkommen in Tschernobyl. Zum Planet der Affen. Ja. Oder Graf Reinfeld. Ja. Aber das sind, glaube ich, zwei, oder? Was ist das eine? Was, Grafen Reinfeld? Kühlturm? Hm? Ist ein Kühlturm oder zwei? Ich glaube einer. Wir sind da! Wow, sieh noch, was die Highwaymen mit dem Kraftwerk gemacht haben! Simmerat! Finden wir raus, was sie erbeutet haben! Weißt du, was ich jetzt einfach mache? Ich nehme jetzt einfach mein M79, knall da einfach ein paar Granatwerfer-Dinger rein und dann macht es einfach mal hier einen ordentlichen Bums und dann ist ja alles nieder. Geld fällt dir jetzt, ne? Dein M79. Ja! Scheiße, auf der Alarm, ich knall da einfach mal rein. Ah, geil, da kann ich sogar Brandmunition mitmachen. Ja. Ja, cool. Wenn du das machst, dann nehme ich Explosionspfeile beim Bogen. Ich kann ja auch Brandmunition beim Sniper machen, aber es bringt mir nicht viel, weil dann bleibe ich nicht unerkannt. Aber wenn der Kerl dann brennt, habe ich nichts gekonnt. Pass auf, hier fährt irgendwo ein Auto rum. Schon was fahren sehen da oben. Naja, komm. Das ist Level 1. Da, da wo der Rauch ist, glaube ich, ist meistens immer dieses... Oh, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Na dann. Quack, 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 quack. Wo ist hier die Ende? Oh, das war kein Ende. Nee. Hallo Leute! Toll, hätte ich mal doch lieber die Pistole mitgenommen. Ich glaube, hier müssen wir reingehen. Ah, da oben ist einer. Eieieiei. Wo ist der? Nirgendwo. Also noch oh, da ist er noch einer. Oh, von hinten, pass auf, pass auf, pass auf. Huiuiui, jetzt stehen wir blöd. Blöd, jetzt stehe ich echt scheiße. Da steige ich aus. Den kriege ich. Oh. Beide vorbei! Uiuiui. Der hat sich geduckt. Ja, bei mir genau so, genau in dem Moment, ey. Was ist das? Oh! Ja, das Zeug brennt. Ich fackel euch jetzt hier die Bude ab. Was sagt dann dazu?
vorne rein oder was? Ich gehe da vorne. Hab's. Sehr gut. Jetzt müssen wir dich hier rausbringen. Ui. Okay, okay. Da treffen wir uns. Es gibt einen Turm auf der anderen Seite von einem Turm. Merci, diese Sprache macht dich fertig. Oh ja, laber doch mal. Geh zum entfernten Turm. Alles klar. Wir nehmen das Auto. Das. Du hast das Paket, aber jetzt musst du abhauen. Die Highwaymen werden dir alles entgegenwerfen, was sie haben, um dich zu stoppen. MG? MG da oben. Da oben. Komm, ja. Ich kann hoch, wenn du willst. Ja, alles gut. Oh, was war das? Das war ich, weil ich nicht will, dass das vor mir dann explodiert, wenn es nachher heiß hergeht. Deswegen habe ich es gleich kaputt gemacht. Oh, ich hoffe nur, dass das jetzt nicht. Naja, der Container dürfte normalerweise nicht abfackeln hier, oder? Ich hoffe es mal nicht. Ah, jetzt steht die genau. Ja, er fliegt wieder weg und lebt natürlich wieder noch. So. Kommt da nochmal jemand heute, oder? Waren wir zu schnell weg? Wahrscheinlich. Ich muss ja nicht immer hier zielen, ich tue einfach nur draufballern. Naja, welcher mir? Rutsch rüber! Sacrifice de Corlys, ich werd getroffen! Ich seh wen! Okay, anstellen! Niemand besteht uns und überlebt! Gut. Ich glaub, wir sind in Sicherheit! Mann, ich war nicht sicher, ob La Grosse Patate es diesmal schafft! Gute Arbeit, Chérie! Ich werd dich schön waschen und polieren, wenn wir zu Hause sind! Ja, genau, mach das mal! Und auch zwischen den Beinen nicht vergessen! Da bin ich ja mal gespannt, wo es ist jetzt. Jetzt haben sie es wahrscheinlich auf dem Kühlturm, hä? Wahrscheinlich. Oder noch besser, im Reaktorraum. Musst einen Weltraumanzug anziehen, ansonsten kommst du nicht rein. Das ist der einzige Anzug, den wir haben, oder? Der wird zwar wahrscheinlich nicht vor Strahlen schützen, aber... Nee. Naja. Mehr wie das bisschen dünner Stoff, den wir jetzt dran haben. So, Munition. Können wir denn machen? 3 Brandgranaten für Granatwerfer. Mehr nicht. Nö, nee, dann nicht. So, mal gucken, ob ich jetzt noch was. Ein Sniper wollte ich noch.
Ah, fehlt Ethanol. Ah ja, siehst du mal, wenn du upgraden willst, brauchst du Ethanol. Okay. Aha. Habe ich da diesen komischen Anzug jetzt? Na, ist nicht komplett freigeschaltet, oder? Wo sind das da? Ne. Fehlt noch was vom Weltraumanzug. Schade eigentlich. Ist der in den Outfit mit drin oder was? Nee. Ja. Das sind alle Dinger mit drin im Outfit. Du musst halt nur alle Teile zusammen haben, dass du dann das komplette Outfit hast. Ich wollte ja auch das Plüscheinhorn, da fehlen mir aber 75 Credits. Oder wir müssten den Außenposten die Insel so oft spielen, da wirst du ja blöd. Ja. Weltraumaffe. Oh, das ist sexy. Das Splinter Cell Outfit mit Ritterhelm auf dem Kopf. Ja, hat was. Okay. Also nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, weiter geht's. Logbuch. Walking Horse. Runde 2. Caution, radioactive, was material area, contamination area, was steht da noch? Pipe required for entry. Ah ja. Ist dein Fernseher auch groß genug, dass du das lesen kannst? Oder die Augen so schlecht. Ja, es geht schon. Müsste ich ein bisschen näher hin. Boah, ich sitze gut. Ja, 1,5 Meter weg. Naja, bei mir sind es Da wahrscheinlich 2,5. beim 60 Zöller 1,5 Meter, da sitzt schon nah dran. Ja. Naja. Beim Kühlturm, wie ist das denn? Ich hätte mir eher gewünscht, es wäre oben drauf gewesen. Ich sehe nichts. Auch eine schöne Schießübung da unten. Im Kühlturm machen sie Schießübungen. Das ist sehr schlau. Ich habe drauf gewartet. Das hatte ich noch überlegt gehabt mit dem rosa Kopf, hättest du was gesagt. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn er das sieht. So. Jetzt sind wir ein Duo. Ich habe mich schnell umgezogen. Du hast dich doch nicht umgezogen. Wieso? Ich sehe es nicht, du hast das gleiche an noch. Nee. So? Ich hab's doch gerade geändert. Hä, wieso hat's das nicht geändert? So, jetzt aber. Jetzt hast du es drauf, ja. Jetzt bin ich hübsch. Oh.
Sag jetzt zu. Ich hab's, Packerl. Yes, Sir. Gut gemacht. Ich hab's, Packerl. Von hier kommt unser Treffpunkt. Da ist eine alte Trafostation. Dort kann ich dich abholen. Wo denn? So. Ich geh zustellen. Kommst du mit? Ja. Hui. Hä? Was jetzt? Ach, geht zu, jetzt muss sie leider runter. Wow. Jemand will uns ausnehmen. Können wir sie mal? Diese Arschlöcher werden nicht aufgeben, also lass uns bloß von hier verschwinden. MG? Ich seh keins. Wow! Wo kommen die alle her? Oh, fuck! Ich bin hier am Arsch. Sorry! Da dreht man sich einmal um. Alter, hinter dir ist einer. Ja. Alter, wie ich halt nichts treffe. Was für eine Munitionsverschwendung. Oh. Bin drin. Und jetzt nicht viel weg. So, die Einhorn-Gang hat's wieder geschafft. Nimm das! Mein Bauch ist voller Papillon! Schmetterlinge! Gute Arbeit, mon ami! Zurück da raus! Sehr schön. Das war Stufe 2. Und jetzt folgt gleich die letzte Stufe. Das war eigentlich relativ easy. Ich habe jetzt einfach alles in Brand gesetzt. Damit sind sie nicht an uns rangekommen, ne? So aufpassen, dass es dich nicht selber in Brand setzt. Das war nämlich das Problem. Es hat irgendwie dann bei mir gebrannt und auf einmal war ich weg. Weil auf dem Container halt ein bisschen grün war, ne? War nicht ein reiner Container. Früher zu alten Quake-Zeiten hätte es sowas nicht gegeben. Da war ein Container und da ist wurscht. Egal, ob da grün drauf ist oder nicht. So. Schnell Munition nachgefüllt. Düpp, 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 düpp. Gucken wir uns nochmal die Vorteile an. Da haben wir bestimmt da wieder was. 3 Stück, das ist aber nicht viel. Oh.
Noch nicht. So. Hey, Einhornboy, bist du bereit für Runde 3? Ja. So, los geht's. Bin mal gespannt, ey. Jetzt müsste das Spiel das ja eigentlich extra schwer machen, weil es die allerletzte Expedition auf der schwierigsten Stufe ist. Aber nochmal so eine richtig schöne, fette Herausforderung. Am besten so ein mutiertes Monster wie der Ethan. Es krabbelt jetzt gleich aus dem Kühlturm raus. Oder eine Zombie-Armee. Highwayman-Armee wird sein. Ich sehe viel Bewegung beim Kraftwerk. Viel mehr als beim letzten Mal. Das ist nicht gut. Pass auf dich auf da unten. Oh. Hast du was gesehen? Naja, beim Kühlturm halt wieder. Komischerweise. So, okay. Okay, oder? So. Andere Stelle. Auai, hol sie dir, Löwin. Aber auch beim Kühlturm. Boah, ey, wenn wir hier fertig sind, bringe ich dir ein Baguette mit und stopf dir deinen Mund, ehrlich. Junge, Junge, Junge. Oh. Elite, ne? Ja. Ist doch markiert. Der andere macht schon wieder Liegestütze mit dem Schild hinten drauf. Ah, oh, da ist noch einer. Das sind zwei Elite. Den anderen kriege ich noch nicht markiert. Ah, jetzt sind sie wieder weg. Fuck. Denn das? Oh nee. Ja, das packe ich jetzt auch aus. Hilft. Ja. Ups, das war ein bisschen nah. Ja, du musst dir den Kram schnappen und verschwinden. Die Highwaymen werden dir alles entgegenwerfen, was sie haben, um dich aufzuhalten. Wo ist das Scheißding? Hast du das schon, ey? Nein, ich hab's nicht.
Oh, hier ist ein Safe, Alter. Den muss ich jetzt noch knacken. So viel Zeit habe ich. Zack. Hab's. Hast du das? Ja. Yes, Sir. Gut gemacht. Und hier kommt unser Treffpunkt. Ja, wo ist der Turm? Die gleiche Stelle wie vorhin. Jemand will uns ausnehmen. Folgt dem Signal. Okay. Wenn du das Paket hast, müssen wir schnell verschwinden. Die oh, geil. Dich weiter ich hab einen Kanickel. Beschädigtes Fleisch, naja, mein Gott. Alter, was ist hier los? Scheiße. Natürlich nicht so gut, wenn es jetzt da oben brennt. Da kann ich nämlich jetzt nicht. Boah, hier brennt alles. Oh, da ist ein Sniper. Und schon wieder scheiß Drecksköder. Die Ratte hat Hilfe. Macht aus dem Hubschrauber Feuerwerk, bevor die abhauen. Ich bin hier. Los jetzt, los jetzt, los. Ah. Was ist los? Wo seid ihr denn alle? Der Sniper ist keine Gefahr mehr. Flammenwerfer ist auch. Bleib drüben, bleib, 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 bleib. Los jetzt, los jetzt, los! Ja, das ist meine Großpartett. Gute Arbeit. Und auch von dir, Captain. Du rockst dies für dies, mon ami. Und jetzt ab nach Hause. Fupp. Yes. Walking Horse, kein Kraftwerk. Ja, ja. Das war die letzte Expedition. Gucken, ob es noch irgendeine Belohnung dafür gibt. Wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal. Also ich hatte bis noch nichts angezeigt bis jetzt. Nee. Mal wieder Fleißarbeit. Nee, aber so haben wir alle Level nur gesehen. Jupp. Doch, Club-Units verdient. Und Trophäe erhalten. Auf die Straße mit dir. Sehr schön. So. Das war's dann auch wieder mit unserer kleinen Let's Play-Reihe Far Cry New Dawn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe,
dem Koop-Partner Michel hat's auch gut gefallen hier. Jawohl. Und lassen wir uns mal überraschen, vielleicht gibt's ja mal wieder ein DLC oder irgendwas. Wäre ja ganz schön. Mal was mit Zombies oder so. Irgendwas Verstrahltes mit Monstern. Das ist richtig, richtig schön, hier oben alles so wackelt. Ja, ich seh's. Wunderbar. Ja. Also hier, unser Freund Michael, der wackelt gern mit seinem Ding. Und will sich auf diese Art und Weise verabschieden. Ich tue das natürlich immer mit meinem Standardspruch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zu einem neuen Let's Play oder vielleicht auch demnächst zu anderen Sachen. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne, stay tuned und bis bald. Von mir auch. Bis bald.